Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 1 Director's Cut. Auf vielfachen Wunsch starten wir jetzt, wo wir es mit Jill durchgespielt haben, nochmal einen neuen Run mit Chris. Auf vielfachen Wunsch ist deswegen ein bisschen lustig, weil ich habe eine Umfrage auf meinem Hauptkanal gemacht, ob ich es auch noch mit Chris durchspielen soll. Und an der Umfrage haben irgendwie fast 2000 Leute teilgenommen. Wenn das Let's Play von höchstens zu 400 geguckt wird, würde ich mal behaupten. Insofern haben sehr viel mehr Leute an der Umstimmung teilgenommen, als sie tatsächlich das Let's Play konsumieren. Was ein bisschen lustig ist und ein schönes Zeichen dafür ist, warum Demokratie einfach nicht funktioniert, weil jeder hat eine sehr starke Meinung zu allem, aber keiner hat eine Ahnung von irgendwas. Deswegen starten wir jetzt unseren Chris-Run. Das ist vielleicht auch ganz nett, dann sehen wir das Spiel nämlich aus der Chris-Perspektive auch nochmal. Unterscheidet sich ja schon in vielerlei Hinsicht, ne? Chris ist ja so ein bisschen der Hard-Modus standardmäßig in Resident Evil, während Jill ja eher so der Easy-Modus ist. Schon allein, dass sie durch ihren Dietrich die ganzen Türen öffnen kann. Trotzdem starten wir das Spiel jetzt mal auf Standard, damit wir auch nochmal die volle Resident Evil 1 Experience haben. Hier haben wir Chris Redfield mit der Dienstnummer, nehme ich an, keine Ahnung, 0738. Das ist auch ein Fun-Fact, den hört man selten in so Fun-Fact-Videos und Listen und sowas, oder? Dass Jill die Dienstnummer 0823 hat und Chris 0738. Vielleicht ist es auch nur eine Ausweisnummer, vielleicht ist es das Geburtsdatum, vielleicht ist er am im August, Moment mal, im Juli 38 geboren. Könnte sein. Er hat sich gut gehalten für sein Alter. Nee, Quatsch, man weiß, wie alt Chris ist, natürlich. Obviously. Juli 1998. Raccoon Forest. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey!
Run for that house! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Sie konnten ins Herrenhaus entkommen, wo sie sich sicher glaubten. Doch, Punkt, Punkt, Punkt. I don't know what happened. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. Shooting things. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. And so it begins. Krass, wie anders das Intro in der ungeschnittenen Version ist, oder? Ich kenne das tatsächlich von älteren Spielen, damals noch auf dem N64 oder sowas, dass ich die, oder was der GameCube, nee, es war der N64, dass ich die Systemsprache beziehungsweise die Sprache im Spiel verändere und dadurch nehmen wir das Emblem mit. Und dadurch die Gewaltdarstellung tatsächlich verändert. Also ich kann mich zum Beispiel, es gab ein paar Spiele, aber ganz explizit kann ich mich zum Beispiel noch an, wie hieß es, Hybrid Heaven, Body Harvest erinnern. Body Harvest, ein sehr cooles Spiel von den späteren GTA-Machern tatsächlich. Das war ungeschnitten, wenn man die... Sprache einfach auf Englisch gestellt hat. Ansonsten gab es kein Blut, wenn die Sprache auf Deutsch gestellt war. Aber so rum, ne? Dass es, wenn ich meine PlayStation auf Deutsch stelle, brutaler wird als auf Englisch. So rum kannte ich es bisher noch nicht. Das ist Kenneth vom Bravo-Team der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. Während der Zombie langsam aufsteht, klaue ich Kenneth schon mal ein Magazin Pistolenmunition. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So. Ich habe mich nämlich vertan, ne? Ich dachte, Jill startet ohne Pistole, aber stimmt gar nicht. Chris ist derjenige, der ohne Pistole startet. Habe ich beim letzten Mal verwechselt. Ich wusste noch. Irgendwie sowas, ne? Aber das sind so die Details, die verschwimmen über die Jahrzehnte hinweg. Wesker? Jill? To Jill and Wesker. What happened to Jill and Wesker? That is the question. Das ist Jills Waffe, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Na dann, die Beretta. Die beiden teilen sich im ersten Teil quasi eine Waffe. Na gut.
Dann gehen wir mal wieder auf die übliche Erkundungsreise. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Ich habe jetzt auch nicht vor, mit Chris einen Speedrun zu machen. Aber natürlich kann ich mich wieder an ein paar Sachen besser erinnern als bei Chill. Das heißt, ich denke, wir werden schneller durchkommen. Aber ich will mich trotzdem gründlich anschauen. Ihr wisst schon, looten und so, ne? Mal gucken. Kann sein, dass ich hinten raus dann irgendwie durchkommen will und dann wird es vielleicht ein bisschen schneller. Aber gerade so die Passage im Herrenhaus am Anfang, die mag ich einfach wirklich gerne. Das hat auch schon fast so ein bisschen Tradition in Resident Evil Spielen, oder? Dass die immer sehr gut losgehen und dann vielleicht ein bisschen schwächer werden. Aber dafür, weißt du, Abwechslung, das ist schon auch gut. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde jetzt sowohl im Original Resident Evil 4 beispielsweise, als auch im Remake von Resident Evil 4... Finde ich das Dorf sehr viel besser, sehr viel stärker als jetzt irgendwie das Schloss und die Insel. Aber ich bin trotzdem froh, dass der Szenarienwechsel stattfindet, weil ich glaube, die komplette Spielzeit nur im Dorfszenario wäre dann auch wieder ein bisschen langweilig, ne? Insofern will ich das gar nicht kritisieren. Es ist halt diese Steigerung, diese Eskalation, auch der Wechsel so ein bisschen im Gameplay, den haben wir halt im Grunde traditionell schon immer in allen Resident Evil Spielen. Und ich find's cool. Aber ja, auch im Original Resident Evil ist es für mich definitiv so, dass... Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, dass Chris auch noch ein kleineres Inventar hat. Findet man im ersten Teil schon ein Täschchen für ihn, damit er mehr tragen kann, oder... Eieieiei, naja, gut. Fest verschlossen. Ein Schwert ist eingraviert. Eieiei. Na komm, hoch die Treppe. Es gibt viele Leute, die finden diese Türen- und Treppensequenzen heutzutage nervig, aber das geht mir wirklich überhaupt nicht so. Ich kann nicht sagen, ob jetzt vielleicht die Türsequenzen irgendwie schneller laden, da ich das jetzt quasi auf der PlayStation 5 emuliert spiele und nicht auf der Original-Hardware. Vielleicht macht das einen Unterschied, dass die länger dauern eigentlich, bevor sie losgehen und so weiter. Aber so jetzt, ich hab das schlimmer erwartet irgendwie, ne? Ich habe immer so gehört, so, oh, diese Türsequenzen, die waren so nervig früher. Und ich fand die eigentlich damals schon total stimmungsvoll und cool und nostalgisch. Einfach eine geile Idee, wie man Ladezeiten überbrücken kann, heimlich, ne? Total cool. Und war jetzt sehr gespannt drauf, wie nervig die dann wirklich werden. Und ich muss sagen, eigentlich gar nicht irgendwie. Ist der da hinten wieder aufgestanden? Chris, ich hab noch zu dir gesagt, ziel doch mal drauf. Und er hat weggezielt. Jetzt steht der andere wieder auf. Ach, ihr macht mich fertig. So viel Munition habe ich nicht. Wir müssen ein bisschen Munition haushalten jetzt hier auf Standard. Aber der muss jetzt weg, leider. Na, noch ein Stückchen. So, für später. Klirr. Okelidokeli. Ab geht's. Ich habe jetzt zu Halloween... Ne, jetzt so im Gruselmonat haben ja auch die Streaming-Dienste horrorfilmtechnisch ein bisschen abgegradet. Ich hoffe, die Munition reicht mir noch für die. Ich befürchte nämlich absolut nicht. Eieiei. Und habe mir so ein paar Horrorfilme angeguckt. Weil ich mag Horrorfilme eigentlich ganz gerne, ne? Ich finde die nett. Ne, gerade die cleveren, die vielleicht auch so ein bisschen selbstironisch sind. Mag ich schon gern. Jetzt spuckt der Säure. Hey, soll ich mit dem Messer gegen die kämpfen?
kommt mir dumm vor. Dafür sind es viel zu viele, oder? Ich glaube, wir gehen lieber. Wie stark haben sie mich erwischt? Nicht. Säure ist anscheinend nicht so schlimm. Okay, das dynamische Trio. Ich verlasse euch mal. Genau, und ich habe auf jeden Fall mir jetzt ein paar Horrorfilme wieder angeguckt und es gibt schon ein paar einfach echt gute, echt clevere, echt witzige Horrorfilme. Und das mag ich sehr gerne, wenn Horrorfilme so ein bisschen clever sind. Wow! What is it? What? Oh! Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Tja. Und so lernen wir Rebecca kennen. Ups, hallo Katze. Die Katze schmust sich gerade ans Mikrofon, falls ihr komische Geräusche hört. I wonder if everybody is... Ich verstehe nicht ganz, warum sich die beiden nicht kennen. Rebecca ist schon lange genug dabei, dass die beiden sich kennen sollten. Ich meine, die gehören quasi im Grunde zur gleichen Einheit, ne? Alpha-Team, Beta-Team, aber alle gehören zur Raccoon City Police. Es ist irgendwie komisch, dass sie sich noch gar nicht kennen, so wie es hier dargestellt wird, finde ich. Oder? Ich finde schon. So, ich würde sagen, das Messer packe ich gleich in die Kiste. Wenn wir das Messer ernsthaft brauchen, sind wir eh schon verloren. Und dann speichere ich gleich mal. Der erste frische Save hier mit Chris. Möchtest du ein Farbband benutzen? Ich bitte darum. Na, auf jeden Fall, was ich euch sehr ans Herz legen kann, ist definitiv Cabin in the Woods. Falls ihr die noch nicht kennt, sehr empfehlenswert. Sehr cooler Film. So ein bisschen eine Parodie, nee, eher so, ne, ich weiß nicht genau, mir fehlen die Worte dafür. Parodie klingt so, als würde sich der Film drüber lustig machen, aber das macht er überhaupt nicht. Er ist eher so ein Liebesbrief an so Teenie-Horror-Filme. Aber auf so eine clevere Art und Weise und mit so einem schönen Plot-Twist ist es einfach wirklich ganz toll. Kann ich sehr empfehlen. Also Cabin in the Woods, sehr toll. Ein Schwert ist eingraviert. Na, guck mal einer an. Na schön, Leute, dann machen wir hier heute auch schon wieder Schluss. Crazy, oder? Gerade erst angefangen gefühlt. Ich meine, schon allein das Intro hat ungefähr 6 Minuten gedauert oder so. Aber so sind die Regeln. Morgen geht's dann hier mit einem weiteren Let's Play weiter. Und gucken wir mal, ich schätze mal... Das Finale wird dann wahrscheinlich wieder nächsten Dienstag im Stream stattfinden. Aber dann starten wir auch gleichzeitig in demselben Stream mit Resident Evil 2. Und darauf freue ich mich tatsächlich schon sehr. Ich kann jetzt schon sagen, in Resident Evil 2 werde ich auf jeden Fall nicht beide Wege spielen, so wie ich es jetzt hier in Resident Evil 1 mache, sondern ich werde quasi den Alpha, also den B-Playthrough machen, ne? Ihr wisst schon, da ist es ja ein bisschen anders. Da sind die beiden Spielwege ja quasi aneinander angepasst. Na schön, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen
Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Tschüssi.